Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielt mir Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam mal wieder ein Dr. Panda Spiel testen. Und zwar spielen wir heute Dr. Pandas Café. Wir schauen uns erstmal ganz kurz das Intro an. Da ist er auch schon. Und er serviert gerade einen heißen Kaffee oder vielleicht auch einen Kakao. Wissen wir noch nicht. Wir starten mal das Spiel, indem wir auf ihn draufklicken. Haben wir einen weißen Bildschirm. Jetzt nicht mehr. Da kommen schon die ersten Gäste. Zwei Hunde, eine Katze. Die können sich da hinsetzen. Wir müssen denen auch einen Platz zuweisen. Und wahrscheinlich müssen wir jetzt auch die Bestellung aufnehmen. Zwei Kaffee. Drei Kaffees. Das ist die Bestellung für Tisch Nummer 2. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich das Ganze auch zubereiten. Okay. Wir gehen mal ganz kurz die Sachen durch, die wir hier alle anbieten. Das sieht ja fast so aus, als wenn das alles kostenpflichtig ist. Hier haben wir auf jeden Fall den Kaffee. Oh, ich glaube, wir haben jemanden, der uns in der Küche hilft. Kaffeemaschine einschalten. Oh ja, da kommt der Kaffee raus. Den gießen wir jetzt hier. Oh, sorry. Ein bisschen daneben. In die Tasse rein. Das ist wahrscheinlich unser Kellner. Ich denke mal, dass die Schildkröte dann den Kaffee servieren wird. Jetzt treffe ich aber, glaube ich, ein bisschen besser. Ich habe gerade quasi mit meinem eigenen Finger das blockiert. Ich konnte es dann gar nicht sehen wegen meinen dicken Wurstfingern. So, jetzt kommt noch der dritte Kaffee. Dauert relativ lange, glaube ich, die einzelnen Sachen herzustellen. Jetzt wieder die Kaffeemaschine. Das alte Spiel, das kennen wir ja schon. Und fertig. Damit ist Tisch 2 quasi komplett. Und meine Kunden, die in meinem Café sind, bekommen jetzt auch endlich ihre Getränke. Sobald der Ladebildschirm weg ist. Aha. Ein Kaffee für dich, ein Kaffee für dich und ein Kaffee für dich. So, ich glaube, da wollte aber jemand eigentlich noch was anderes haben. Habe ich zumindest gerade gesehen, dass da jemand, glaube ich, auch noch was zu essen bestellt hatte. Oh, jetzt kommen noch mehr Leute. So, ihr könnt hier sitzen. Ebenfalls 3 Leute, 2 Waschbären und ein Hund. Was möchtet ihr denn haben? Erstmal die Bestellung aufnehmen. Wieder ein Kaffee. Der wird genickt. Kaffee ist richtig. Noch ein Kaffee und noch ein Kaffee. Also irgendwie sind alle Kunden nur hier, um meinen köstlichen Kaffee zu kosten. Oh, es geht ja auch noch nach draußen weiter. Hab ich gar nicht gesehen. So. Und vielleicht müssen wir erstmal wieder die Leute hier hinsetzen. Langsam wird es echt voll. Nicht, dass es jetzt hier total stressig wird. Ja, ja.
Kaffee, 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 wieder mal. Entschuldigung, ich muss mich ein bisschen räuspern. Vielleicht sollte ich erstmal die Bestellung abarbeiten. Aber jetzt kommen so viele Leute rein. Oh, was mache ich denn da mal? Ist hier noch ein Tisch frei eigentlich nach links? Nee. Okay, jetzt werde ich mich aber ganz schnell um die Bestellung kümmern. Jetzt muss ich wieder ganz, ganz viel Kaffee machen. Ist vielleicht ein bisschen wenig Abwechslung, weil man doch jetzt immer das Gleiche machen muss. Kaffee, 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 Kaffee. Was die Schildkröte genau macht, weiß ich gar nicht. Ich habe die nämlich gerade beim Servieren gar nicht mehr gesehen. Ich glaube, es wäre auch echt praktisch, wenn man so eine ganze riesige Kaffeekanne hätte, wo man dann einfach nur noch nachfüllen muss, als wenn, oh, als wenn man jetzt jeden Kaffee einzeln machen muss. Nächster Kaffee. Wie viele Kaffees muss ich jetzt machen? Fünf? Nee. Doch, ich glaube fünf. Habt ihr euch das gemerkt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube fünf. Es war ein Zweiertisch und ein Dreiertisch. Oh, jetzt nur noch treffen. Okay, und raus damit. Und es gibt, wen überrascht es, wieder mal Kaffee. Ihr habt ja wahrscheinlich schon gesehen, dass auf manchen Symbolen so Einkaufswagen drauf waren. Das heißt wahrscheinlich, dass das kostenpflichtig ist. Vielleicht können wir hier in dieser kostenlosen Version gar nichts anderes machen, als Kaffee zu bereiten. Da muss man sich vielleicht nochmal die Vollversion holen. Haben eigentlich schon die Leute in meinem Café bezahlt? Das frage ich mich gerade. So, jetzt gibt es erstmal heißen, frisch gebrühten Kaffee für euch. Und der Hund steckt da direkt seine Zunge rein. Achso, man muss immer die Tische einzeln machen. Ich dachte, vielleicht kann ich direkt fünf Kaffees machen. Nein. Und es heißt schon wieder Kaffee machen. Wie sollte es auch anders sein in einem Café? Aber normalerweise kann man da ja auch andere Dinge bestellen. Die Leute wollen das nur nicht. Vor allem die Kaffeetasse ist voll, wenn ich sie hier in meiner Menüansicht habe. Und sobald ich sie auf den Tisch stelle, ist sie leer. Und dann muss ich wieder Kaffee reinfüllen. Ich bin zwischenzeitlich nicht eingeschlafen. Ich bin immer noch da, sehr konzentriert am Kaffee zubereiten. So, was möchte er? Was haben die denn gemacht? Wieso haben die denn den ganzen Kaffee eigentlich daneben gehauen? Das ist jetzt wahrscheinlich das Abkassieren. Ah, und man kann die Getränke auch freispielen. Aber die haben echt komplett die Sauerei in meinem Laden angerichtet. Okay. Die können sich alle hier nicht benehmen. Warum sagen die denn nicht Bescheid, wenn sie mal was daneben gehauen haben? Aber es ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, das dann nur so auszuschlabbern, wenn man ein Hund ist. Ihr dürft nicht mehr wiederkommen. Ihr habt jetzt Hausverbot. So, habe ich jetzt alle abkassiert? Ja.
Das ist mein einziger freier Tisch hier, ne? So. Was muss ich denn jetzt machen? Vielleicht die Bestellung hier noch aufnehmen? Ah, jetzt bestellen die Leute auch mal andere Dinge. Das muss ich, glaube ich, erstmal irgendwie sauber machen. Alles hier in die Abwaschschale. Und einmal putzen. Mann, oh Mann. Na gut, so wird es wahrscheinlich nach jedem Kunden aussehen. Hier genau das Gleiche. Aber ich will jetzt einmal noch die neuen Getränke zubereiten. Die Leute können sich ja schon mal hinsetzen. Aber ich kann mich hier nicht um alle kümmern. Ich brauche unbedingt mehr Angestellte. Alleine schaffe ich das gar nicht. Die Schildkröte ist total faul. Die macht gar nichts. So, jetzt gibt es erstmal für Tisch 4 ein paar neue Getränke. Mal kein Kaffee zur Abwechslung, sondern ich weiß gar nicht, Cappuccino, Espresso, was auch immer das gerade war. Sieht auf jeden Fall cool aus mit so einem Strudel. Erstmal wieder Kaffee machen, das ist auf jeden Fall erstmal dasselbe. Ups, treffen. So. Ach okay, da muss man gar nicht noch Sahne oder irgendwie was drauf machen, Milchschaum oder so, sondern es ist im Prinzip dasselbe. Nur, dass es dann, wenn es fertig ist, ein bisschen anders aussieht. Das machen wir jetzt auch noch hier. Ja, die Tasse ist so klein, ich treffe überhaupt nicht. Das war wahrscheinlich wirklich ein Espresso. Das sind so ganz kleine Tassen, wo dann so, ja, so konzentrierter Kaffee drin ist. So. Die bekommen jetzt ihre Sachen. Wahrscheinlich muss man sich auch ein bisschen merken, wer was bestellt hat, damit man nicht dem Falschen was gibt. So, ich würde sagen, bis hierhin jetzt erstmal. Dr. Pandas Café ist auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel. Die Leute rennen einem echt die Bude ein. Man hat ganz, ganz viel Kundschaft und man kann dann nach und nach immer wieder neue Sachen freispielen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich gerne den Kanal. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!